mit dem 15. Hi, ich bin Timo und in diesem Video zeige ich dir, wie du dein Workout mit den Textilbändern aufpeppen kannst. Als erstes zeige ich dir eine effiziente Übung für die Bauchmuskulatur. Dazu nutze ich jetzt das grüne Textilband, das eine Gewichtsstärke von 10 Kilo hat. Ich schlüpfe in die vierte und fünfte Lasche mit den Füßen hinein. Greife 1 und 8. Begebe mich in die Ausgangsposition, Füße heben ab, aufrechter Oberkörper und die Beine strecken, die Arme ziehen im Wechsel. Wie auf dem Ruderergometer, nur in der Luft. Achte darauf, dass die Füße ein bisschen nach außen spannen. Dann trainierst du gleich deine Hüfte mit und die Po-Muskulatur. Nach 60 Sekunden weißt du, was du getan hast. Als nächstes zeige ich dir eine super Übung, um deine Po-Muskulatur zu trainieren. Ich schlüpfe in die äußerste Lasche mit dem einen Fuß und je nach Intensität, ich werde jetzt mal die vierte wählen, mit dem anderen Fuß. Begib dich in den Vierfüßerstand, ein Bein wird angewinkelt und gerade nach oben zur Decke strecken. Das ist eine super Übung, wie gesagt, für die Gluteusmuskulatur. Achte darauf, dass du den größten Bewegungsumfang gehst, richtig hoch zur Decke streckst und ich mache mal falsch vor, nicht nach hinten wegstreckst. Ja? Die Fußsohle geht direkt gerade hoch zur Decke im kurzen Winkel und maximal nach oben. In der nächsten Übung geht es wieder um die Gluteusmuskulatur. Ich nutze also denselben Abstand und dasselbe Band. In der Seitlage, untere Beine gestreckt, bringe ich das Band auf Spannung. Jetzt arbeitet meine Abduktoren. Vorne oben anwinkeln und nach oben wegstrecken. Je nach Bandstärke und Schlaufenlänge kannst du hier die Intensität variieren, stärker und leichter machen. Wie du mit den Textilbändern deine Liegestütze aufpeppen kannst, zeige ich dir nun. Dazu nutze ich das 20 Kilo Band. Gehe mit den Händen in die beiden äußersten Schlaufen. Das Band kommt auf den Rücken. Ich begebe mich in die Liegestützposition, stabiler Oberkörper. Und führe ganz normal Liegestütze aus. Achte darauf, dass du sauber im Oberkörper arbeitest, ganz stabil bleibst. Nicht ins Rückgrat fällst. Je nach Bandstärke kannst du auch hier die Intensität verändern. Ebenfalls eine tolle Übung mit den Textilbändern ist der Ruderzug. Durch die Schlaufen kann man hier wunderbar den Griff fixieren. Ich steige genau auf die Mitte des Bandes rauf mit einem Bein. Leichte Oberkörpervorlage, neutrale Rückenposition. Und ziehe die Hände in Richtung Bauchnabel. Achte darauf, dass die Ellenbogen eng am Körper vorbeigehen und die Schulter mitarbeitet. Die nächste Übung ist eine super Übung für die Rotationskräfte im Rumpf und einen stabilen Oberkörper, die Chops. Ich steige in die letzte Schlaufe des Textilbandes. Leichte Grätsche, leichte Hocke, gestreckte Arme, Oberkörper rotiert nach schräg oben und die gestreckten Arme wieder vor den Körper.
Achte darauf, dass du aus dem Oberkörper arbeitest, nicht zu viel mit den Schultern ziehst, sondern wirklich die Drehung aus dem Oberkörper, aus dem Rumpfbereich kommt. Für eine Alternative zu den Chops von unten kann man das Band, wie hier, irgendwo oben an der Klimmzugstange oder ähnliches befestigen, einfach durchfädeln, durchziehen, mit den Händen reinsteigen und jetzt wieder mit gestreckten Armen aus dem Oberkörper, aus dem Rumpfbereich, Zug von schräg oben nach schräg unten. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Anregungen geben, wie du dein Training mit den Flexibilbändern verbessern kannst. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bei den Links gibt es mehr Informationen zum Produkt. Und dann viel Spaß beim Training.